Hallo und herzlich willkommen im Wald. Mein uraltes Wolfsvideo zum Thema, was tun, wenn er kommt, oder was tun bei Wolfsbegegnungen, erfreut sich in letzter Zeit wieder großer Beliebtheit. Wahrscheinlich, weil das wohl gerade von nationalem Interesse zu sein scheint. Und ich dachte, das ist jetzt wirklich Grund genug, dass ich dazu noch eine aktualisierte Fassung drehe. Ich versuche mich kurz zu fassen, ähnlich wie damals, und das Wesentliche kurz hier reinzupacken. So, zunächst mal meine damalige Aussage, dass Wolfsbegegnungen extrem selten sind. Ich würde das extrem heute weglassen und sagen, sie sind selten. Nach wie vor ist es nicht so, dass einem jedes Mal, wenn man draußen in den Wald läuft, gleich ein Wolf über den Weg rennt. Aber die Zahl der gefilmten und eindeutig dokumentierten Wolfsbegegnungen von Wanderern, Spaziergängern, Hundebesitzern, die man natürlich auch zu den Spaziergängern zählen muss, nimmt drastisch zu. Das ist alles jetzt so ein bisschen subjektive Einschätzung und nicht sehr wissenschaftlich. Aber gehen wir mal davon aus, dass das tatsächlich so sein könnte. Könnte, sollte uns in diesem Fall schon reichen, und damit haben wir dann vielleicht für den einen oder anderen die Notwendigkeit und auch die Frage danach aufgeworfen, was soll man denn nun tun, wenn der Wolf kommt. Und tatsächlich habe ich mich mit dieser Thematik auch die letzten Jahre nach meinem alten Video damit weiterhin beschäftigt und kann den aktuellen Stand dessen, was da so generell empfohlen wird, denke ich, ganz gut wiedergeben, und das tun wir hiermit. Zunächst mal generell zur Situation. Die meisten Wölfe, die einem so begegnen, beziehungsweise die in letzter Zeit gefilmt wurden und häufig Gegenstand einer Wolfsbegegnung in Deutschland sind, sind junge Exemplare, die gerade von ihrem heimischen Rudel, also von ihrer Familie, aufbrechen, in die Ferne streifen und irgendwo ein eigenes Rudel mit einer Partnerin oder einem Partner gründen wollen. Diese jungen Wölfe sind noch dabei, ein bisschen die Welt und ihre Umgebung zu entdecken und sind sehr neugierig, weil sie ja erst lernen müssen, wie das Leben so funktioniert, abseits dessen, was sie bei ihren Eltern und älteren Geschwistern jeweils gelernt haben. Es ist also bis zu einem gewissen Grad normal und unbedenklich, wenn Wölfe uns Menschen beobachten, sofern sie das aus einer gewissen Distanz tun. Wie hoch diese Distanz jetzt nun sein soll, da streiten sich die Gelehrten dahingehend, dass man bisher als einzige Empfehlung aus der Wissenschaft, aus einer großen Studie zu Wölfen aus Norwegen von 2002, Linnell et al., haben die herausgegeben, also wirklich eine große Gruppe verschiedener Wolfsforschenden, um eben der Frage nachzugehen, wie gefährlich der Wolf für den Mensch eigentlich ist und wie viele Wolfsangriffe es auf Menschen in der Vergangenheit gegeben hat. Aus dieser Studie geht unter anderem die Empfehlung hervor, dass man den Wolf nicht gestatten soll, sich auf mehr als, also weniger als 100 Meter zu nähern. Das ist aus deutscher Sicht inzwischen interessant, da fast alle Videos, die man inzwischen im Internet finden kann, mit Wölfen, die sich Menschen nähern, diese 100 Meter bei weitem unterschreiten und wir inzwischen die Frage stellen dürfen, sollte man dem Wolf gestatten, sich auf weniger als 10 Meter zu nähern. So, ich mache jetzt ein zweigeteiltes Video. Erstens die allgemeinen und generellen Empfehlungen, die man so von öffentlichen Stellen und auch aus der Wissenschaft zu Wolfsbegegnungen finden kann. Allerdings fehlt in denen grundsätzlich bei fast jedem Wildtier, wo es Handlungsempfehlungen gibt, die letzte Eskalationsstufe, und keiner aus der Wissenschaft oder von offizieller Stelle, sprich Umweltministerien, Forschungsinstitute, was auch immer, spricht noch Empfehlungen aus, was man tun soll, sollte es dann doch tatsächlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kommen. Das möchte ich also am Schluss noch ergänzen. Letzteres ist dann auch nur meine Meinung, weil es da eben keine offiziellen Verlautbarungen zu gibt. Ich möchte in der Kürze der Zeit trotzdem noch schnell ein Beispiel für eine nicht so glaubwürdige Wolfsgeschichte nennen, die sich oft in nördlichen Großbritannien zuspielt, teilweise auch in Schottland. Da war ein Soldat, wahlweise auch Postbote, je nachdem wer das erzählt, unterwegs in kalter Winternacht im Moor und wurde dann von Wölfen angefallen, die aus allen Richtungen auf ihn zusprangen. Er hatte ein Schwert dabei, zog dieses und erschlug diverse Wölfe, bis diese sich zurückzogen. Danach hat er sein blutiges Schwert zurück in seine Schwertscheide gesteckt und wollte weiterlaufen, aber in dem Moment greifen ihn die Wölfe erneut an. Inzwischen war sein blutiges Schwert
eingefroren mit dem Blut in der Scheide und er konnte es nicht ziehen und wurde von den Wölfen mit Haut und Haaren aufgefressen. Allein das Schwert blieb als Beweis zurück. Solche Geschichten sind sicherlich etwas unrealistisch. Tatsache ist allerdings, dass wenn wir die jüngere Vergangenheit beobachten wollen, wir von 1950, also die direkten Nachkriegsjahre nicht mitgerechnet, bis 2002, eben bis zu der Studie, die dies beobachtet hat, insgesamt etwas über 50 Wolfsangriffe auf den Menschen gehabt haben in Europa und Nordamerika. Von diesen 50 waren, ich denke, ja doch 8 waren tödlich. Von diesen 8 oder 9, das weiß ich gerade nicht mehr auswendig, von diesen waren allerdings 5 durch Tollwut verursacht. Und so haben wir im Prinzip von 1950 bis 2002 lediglich 3 bis 4 tödliche Angriffe auf den Menschen von Wölfen, die nicht die Tollwut entsprechend hatten. Das heißt, die Chance, rein aus der Vergangenheit vom Wolf angefallen zu werden, war damals sehr niedrig. Heute dürfen wir davon ausgehen, dass sie nach wie vor sehr niedrig einzustufen ist. Allerdings zeigt die Vergangenheit auch, dass es nicht unmöglich ist, dass ein Wolf einen Menschen anfallen kann, teilweise auch unprovoziert, oft allerdings durch folgende Ursachen. Erstens. Provokation. Heißt, der Wolf wird in die Enge gedrängt oder hat das Gefühl, in die Enge gedrängt zu werden. Soll bedeuten für uns in Deutschland, wenn der Wolf in der Stadt rumrennt und da nicht mehr rausfindet und wir gehen hin, um ihm zu helfen oder um ihn halt auf der Stadt zu scheuchen oder sonst wie, könnte er das Gefühl haben, durch Zäune, durch Mauern, durch Häuser, sich in die Enge gedrängt zu fühlen und das eben entsprechend mit aggressiven Gegenmaßnahmen quittieren. Das ist nicht besonders unrealistisch und durchaus vorstellbar, weil es zum typischen Verhalten von Raubtieren, die in die Enge gedrängt werden, gehört. Das gilt für so ziemlich jedes Raubtier weltweit. Zweitens, tollwütige Wölfe. Wenn sie Tollwut haben, greifen sie kurz an, beißen jemanden und rennen dann weiter. Es handelt sich also nicht um ein prädatorisches Verhalten, sprich, dass sie jemanden töten und auffressen wollen, sondern sie beißen einfach willkürlich Leute und verhalten sich völlig irrational. Tollwut ist in Mitteleuropa zwar ausgerottet, aber das bedeutet nicht zwingend, dass die nicht irgendwann mal wiederkommen kann. Das allerdings ist ebenfalls sehr, sehr unwahrscheinlich. Für eine Wiedereinführung der Tollwut, insbesondere durch den Wolf, wäre es möglich, dass ein Wolf aus der russischen Population beispielsweise, bis fast durch ganz Europa wandert, dann einen Artgenossen in zum Beispiel Polen ansteckt und dieser dann weiter wandert in unsere deutsche Wolfspopulation, noch symptomfrei. Die Inkubationszeit von Tollwut ist relativ lang und die Tollwut dann erst hier in der deutschen bzw. in der westbaltischen Wolfspopulation ausbricht und der dann eben als tollwütiger Wolf Schaden anrichtet. Das ist wie gesagt sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es drittens Wolfsangriffe aufgrund von Habitualisierung. Heißt, der Wolf kennt Menschen und hat das Gefühl, mit Menschen interagieren zu können. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder will er was von uns, weil er gewöhnt ist, dass wir ihn füttern. Jetzt werfen wir mal kein Futter raus, sobald er kommt. Und dann möchte er seiner Forderung nach Futter Nachdruck verleihen und tut das auf ruppige Art und Weise in Form von einem leichten Biss, einem Schnappen, einem Zwicken. Das ist bei Wölfen innerartliche Kommunikation, dass man sich so ganz leicht ein bisschen nacheinander schnappt und vielleicht auch mal ein wenig zwickt. Dabei entstehen keine großen Verletzungen. Das ist auch meistens so, wenn Wölfe das mit dem Mensch machen, dass dabei höchstens ein paar blaue Flecken bei rumkommen und ganz leichte Hautverletzungen. Trotzdem wäre das etwas, was wir gerne vielleicht vermeiden wollen. So, die zweite Variante von habitualisierten Angriffen ist tatsächlich ein richtiger Angriff, weil der Wolf durch eben den Kontakt zum Menschen nicht einschätzen kann, was so ein Mensch eigentlich ist. Dadurch, ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen verwirrt ist oder er eben beschließt, dass ein Mensch halt scheinbar wohl doch auch etwas ist, was man fressen kann. Dass also durch den ständigen Kontakt der Mensch zu was Normalen in seinem Leben wird und normal sind außer anderen Wölfen größtenteils Beutetiere. Ja, das wäre also auch möglich. Und viertens, der seltenste, aber gravierendste Fall sind prädatorische Angriffe. Das heißt, der Wolf sieht uns als Beute, will uns töten und auffressen.
um es mal so deutlich zu sagen. In diesem Fall ist das größte Problem, weil er dann als europäischer Wolf, der ein Schleichjäger ist, vielleicht auch sich gar nicht groß vorher bemerkbar machen wird, bevor er auf die Idee kommt, uns anzufallen. Grundsätzlich zeigt die Vergangenheit auch, wenn man sich die Opfer der vergangenen Wolfsangriffe anguckt, dass größtenteils Kinder gefressen wurden. Die sind klein und wehren sich am wenigsten. Das klingt grausam, aber so ist die Natur eben. Effizienz geht vor allem anderen und Kinder sind halt besonders risikoarm zu erlegen aus Sicht eines Wolfs. Auf Platz Nummer 2 sind dann Frauen. Auf Platz Nummer 3 dann erst Männer. Tatsächlich gibt es nur sehr wenige Fälle, wo erwachsene Männer vom Wolf angefallen worden sind. Zufall oder nicht, das ist eben die Statistik. Ja, und das zuerst mal zu den Grundlagen. Wölfe, die so auf Wanderschaft unterwegs sind, kann man inzwischen sagen, meiden im Regelfall nach wie vor die große Mehrheit. Ja, es gibt Ausnahmen, das sind dann die Fälle, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Aber die ganz, ganz, ganz große Mehrheit meidet den Menschen. Die allermeisten Wölfe meiden allerdings nicht besonders intensiv menschliche Strukturen. Heißt, ob da jetzt ein Gebäude steht oder ein Bauwagen im Wald oder eine Hütte oder was auch immer, das interessiert die Wölfe relativ wenig. Sie können durch ihre Sinnesorgane sehr schnell feststellen, ob sich da auch ein Mensch befindet oder ob das einfach nur eine Hütte ist. Eine Hütte an sich stellt keine Bedrohung dar, das wissen Wölfe auch. Und auch ein Dorf, ein menschenleeres, wo man nachts durchmarschiert und keine Sau auf der Straße ist, stellt für Wölfe erstmal keine Bedrohung dar und kein Hindernis. Solange sie sich so verhalten, gilt das also noch als, ja, nicht unbedingt super häufig, aber noch im normalen Bereich und gilt als ungefährlich. Auch Sichtungen vom Wolf, der uns beobachtet in der Nähe unserer Strukturen, in der Nähe menschlicher Strukturen und aus der Entfernung heraus, darf als unkritisch angesehen werden. So verhalten sich junge Wölfe nun mal, die feststellen müssen, wie die Welt funktioniert und erstmal lernen müssen, wie sie uns denn einzuordnen haben, die wir eben anders sind als alle anderen Tiere, die sie sonst aus dem Wald so kennen. Kritisch wird's in dem Moment, wo Wölfe erst entweder wiederholt Ortschaften betreten oder tags Ortschaften betreten oder insbesondere dann, wenn sie beim Betreten von Ortschaften von uns quasi gar keine Notiz nehmen und im direkten Abstand zu uns vorbeilaufen. Das darf man als höchst ungewöhnlich zumindest mal einordnen. Ist das jetzt automatisch gefährlich? Nicht unbedingt, kann es aber jederzeit werden, wenn es dann eben bei den Wolfsbegegnungen, die da stattfinden, zu Fehlverhalten unsererseits kommt und wir dadurch den Wolf eben provozieren, dass er möglicherweise zu einem Angriff übergeht. Dazu kommen wir gleich noch. Grundsätzlich ist bei Besuchen von Städten auch immer zu beobachten, ob der Wolf das wiederholt tut. Wenn er nämlich in der Stadt gefüttert wird oder an der Stadt oder in der Nähe im Wald, dann führt das eben zu diesen eben bereits beschriebenen habitualisierten Wölfen, die Kontakt mit Menschen haben, die Scheu vor Menschen verlieren und lernen, wie harmlos wir eigentlich sind und dass sie im Grunde nach Adam Riese, weil sie sind stärker, schneller, besser als wir in physischen Belangen, relativ schnell dann auch begreifen, dass das tatsächlich so ist und sich dann möglicherweise auch entsprechend verhalten könnten. So, also soweit. Will das jetzt auch nicht weiter ausführen, ist das noch alles im Bereich potenziell ungefährlich. Grundsätzlich gilt aber immer, jedes Mal, wenn man es mit Wildtieren zu tun hat, deswegen sind es Wildtiere, klar können die, sofern sie dann so körperlich in der Lage sind, immer mal gefährlich werden. Das gilt auch für Haustiere. Es werden erheblich mehr Leute von Kühen zu Tode getrampelt in den Alpen, als es wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren Wolfsangriffe auf den Menschen gegeben hat. Also, ja, das vielleicht jetzt nicht, aber zumindest tödliche Wolfsangriffe auf den Menschen. So gesehen, ein gewisser Respekt gegenüber Tieren, die einem körperlich überlegen sind, ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Gut, wir gehen jetzt allerdings mal davon aus,
dass wir einen Spaziergang machen und uns der Wolf irgendwo draußen begegnet. Auf dem Feldweg, auf einem Waldweg, von mir aus auch hier, wo ich stehe, mitten im Bestand. Und plötzlich ist da ein Wolf. So, im Wald werden wir erst relativ spät merken, dass der da ist. Und dann wird in diesem Fall die 100-Meter-Grenze wahrscheinlich schon unterschritten sein. Im Feld kann es sein, dass er sich erst langsam annähert und wir ihn frühzeitig bemerken. Aber irgendwann ist er jedenfalls da. Und was tun wir nun, wenn wir also eine nähere Wolfsbegegnung haben? Erstens, was man auf keinen Fall tun sollte, bevor man irgendwas tut, ist umdrehen, wegrennen versuchen. Das wäre typisches Beuteverhalten und führt bei fast allen Raubtieren dazu, dass die Frage, was ist das, relativ schnell mit, oh, das rennt weg, das tun alle, die ich fressen kann, beantwortet wird und wird dann gerne mal den Reflex der Beuteverfolgung auslösen. Das merken wir schon mit dem stinknormalen Haushund. Wenn einem ein aggressiver Haushund begegnet, sollte man auch nicht zwingend umdrehen und vorm Haushund davonrennen. Das kann auch bei dem sehr schnell Verfolgungsreflex auslösen. Der ist beim Haushund noch so restemäßig erhalten, bei manchen Rassen etwas mehr als bei anderen. Beim Wolf ist der absoluter Bestandteil seines gesamten Wesens. Ohne einen vernünftigen Verfolgungsreflex und einen Instinkt, Beute zu verfolgen und zu töten, kann ein Wolf draußen in der freien Wildbahn überhaupt nicht überleben. Entsprechend ausgeprägt ist diese Fähigkeit. Also niemals versuchen, vom Wolf wegzurennen. Wölfe sind weltweit bis zu angeblich 75 km/h schnell. Ein deutscher Wolf schafft das sicherlich nicht, aber selbst ein lahmer deutscher Wolf sollte locker die 35, 40 erreichen können, wenn er uns dann einfangen möchte und hat uns damit in Kürze. Wegrennen ist also quasi nahezu unmöglich und wirklich das Schlechteste, was man machen kann. Stattdessen Schritt 1, stehen bleiben, Wolf zur Kenntnis nehmen, dem Wolf auch das Gefühl geben, dass man ihn zur Kenntnis genommen hat, das begreift er dann schon. Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, Wölfe hatten mal das größte Verbreitungsgebiet aller Säugetiere, sind hochgradig intelligent und anpassungsfähig und sehr gut in der Lage, für sie neue Situationen so einzuschätzen, dass sie am Ende, ja, ich sag mal, heile oder sogar mit einem vollen Magen aus der Situation herausgehen. Also die Intelligenz von Wölfen darf auf keinen Fall unterschätzt werden, die sind wirklich nicht dumm. Ja, also stehen bleiben, dem Wolf das Gefühl geben, man hat ihn zur Kenntnis genommen. Wenn der Wolf danach noch lange verweilt oder sogar näher kommt, wäre dann Schritt 2 angebracht. Schritt 2 ist tatsächlich, je nach persönlichem Mut, mehr oder weniger intensiv versuchen, Lärm zu machen, versuchen, sich groß zu machen, gerne hier diesen oder ähnliches, einen Stock hochheben, einen Stock über den Arm halten, zwei Stöcke hier den Barbarenkrieger machen. Das klingt alles lächerlich, ist aber uraltes Imponiergehabe, das auch Tiere verstehen. Wenn jemand sich groß macht und rumlärmt, das ist universelle Sprache, die auch im Tierreich gilt, dann heißt das, ich bin gefährlich. Ja? Das ist also schon mal das Erste, was man machen dürfte. Wie gesagt, gerne auch rumbrüllen, was man brüllt, völlig egal. Man kann dem Wolf auch irgendwie das Periodensystem der Elemente vorbrüllen, spielt keine Rolle. Hauptsache, es klingt schön aggressiv und ist nach Möglichkeit schön laut. Das gilt für jeden, für Frau, für Kind, ganz egal, gerade insbesondere bei kleineren, etwas physisch schmächtigeren Personen ist es umso wichtiger, dass die sich besonders groß machen und dann ihrer, was ihnen an Körpermasse fehlt, durch entsprechend sicheres Auftreten ausgleichen. Wird allgemein als sehr hilfreich angesehen. So. Wenn der Wolf jetzt immer noch nicht abhaut oder gar noch näher kommt, und jetzt müssen wir leider sagen, es ist nicht selten, dass bei solchen Begegnungen der Wolf eben deutlich weniger als 100 Meter weit weg ist. Und in dem Fall wird weiterhin offiziell empfohlen, Dinge nach dem Wolf zu werfen. In Anbetracht dessen, was wir von den bisherigen Wolfsbeobachtungen und Wolfsbegegnungen aus Deutschland wissen, wäre der erste Gegenstand, den man da werfen könnte, zunächst mal das Smartphone, das man gerade zwischen sich und den Wolf hält. Andererseits kann man es vielleicht später auch noch brauchen, wenn der Wolf angreift, dann klemmt man ihm das hinten im Rachen so zwischen die Zähne, dann kann er nicht mehr zubeißen.
Das ist natürlich Blödsinn. Aber ja, das Erste, was man in der Hand haben wird, in vielen Fällen offensichtlich, ist das Smartphone. Nein, werfen mit, was man finden kann. Das muss gar nichts Großes sein. Man findet gerade im Wald fast immer irgendwas. Jetzt hier in meiner näheren Reichweite gibt es bloß dieses morsche Holz. Das wiegt gar nichts und ist in keinster Weise gefährlich. Es geht einfach nur darum, dem Wolf zu zeigen, guck mal, ich bin in der Lage, Zeug nach dir zu werfen. Das ist eine Situation, dass wir die Wölfe nicht einschätzen können, die für sie völlig ungewohnt ist, dass andere Tiere Dinge gezielt nach ihnen werfen können, gibt es in ihrer Welt nicht. Und dementsprechend führt das hoffentlich, so ist zumindest die offizielle Empfehlung und wird in den allermeisten Fällen sicherlich auch funktionieren, dazu, dass sie dann tatsächlich Reis ausnehmen oder sich zumindest weiter zurückziehen, weil ihnen die Situation nicht geheuer ist. So. An dieser Stelle endet die offizielle Empfehlung, wie man sich bei Wolfsbegegnungen verhalten soll und geht davon aus, dass der Wolf nun geflüchtet ist. Tatsächlich kann das klappen. Es gibt aber eben nun mal nachweislich auch Fälle, in denen zwar das Werfen nicht stattgefunden hat, aber durch Brüllen allein und durch Aufregen und Krachmachen und Geh weg und ähnliches Brüllen der Wolf eben nicht geflüchtet ist. So, und das führt uns jetzt zur dritten und letzten Eskalationsstufe, was man tun sollte, falls der Wolf dann doch tatsächlich angreift. So, zunächst mal, keine große Chance wird man haben, wenn es sich tatsächlich um einen prädatorischen Angriff handelt, wie eingangs erwähnt. Dann hat der Wolf schon bereits mitbekommen, dass wir Beute sind, wird sich anschleichen, wird uns aus dem Hinterhalt anfallen. Da werden wir nicht viel gegen tun können, um es mal realistisch zu sagen. Das ist seit 2002 circa zweimal vorgekommen, auch in dem Teil der Welt, den wir da diesbezüglich ein bisschen beobachtet haben, sprich Nordamerika und Europa. Das ist nicht besonders oft, vorsichtig ausgedrückt. Ja. In den Fällen, wo es vorgekommen ist, waren es meistens auch keine Einzelwölfe, weil sie ja nun mal im Rudel jagen, oft zumindest, je nach Lebensraum. Und da hat man eigentlich nicht wirklich eine Chance, solange man nicht mitbekommt, dass man gerade von Wölfen gejagt wird und bewaffnet ist. Ja. Oder durch die Tatsache, dass sie merken, dass man es mitbekommen hat, ziehen sie sich bereits zurück. Das kann man schwer sagen. Es gibt da einfach zu wenig Fälle, aus denen man irgendwelche Erfahrungen ziehen könnte. So, sollte es irgendein anderer Wolfsangriff sein. Im Fall von einem Tollwütigen hat sich der Wolf nicht unter Kontrolle und wird sich durch alles, was wir tun, irgendwie abschrecken lassen, davon uns gegebenenfalls mal kurz zu beißen. In dem Fall darf man sich nachträglich noch eine Tollwutimpfung holen und hoffen, dass das alles gut verheilt. Wirklich tödlich sind tollwütige Wölfe eben auch vergleichsweise selten. Von den genannten irgendwas mit 50 Wolfsangriffen in der Vergangenheit, von 1950 bis 2002 waren auch die allermeisten von tollwütigen Wölfen. An Tollwut selber kann man sehr gut sterben, wenn man eben sich nicht spätestens nachträglich noch eine Impfung holt. Bricht die Krankheit aus, ist die aller Wahrscheinlichkeit nach tödlich. So, ein habitualisierter Wolf, der uns nur ein bisschen zwicken möchte, in Anführungszeichen, oder klar machen möchte, in welcher Rangstruktur wir zueinander stehen. Das kann auch passieren bei Wölfen, die zum Beispiel vom Mensch aufgewachsen sind. Wenn die in die Pubertät kommen, gibt es mehrfach Berichte davon, dass sie dann erstmal den Mensch als Rudelangehörigen oder als anderen Wolf ansehen, Tier, das in ihre Sozialstruktur eingeordnet ist. Und da wird dann eben mit kleinen Bissen versucht, klarzumachen, wer hier das Sagen hat. Da müsste man dann insbesondere als Mann aufpassen, da Wölfe gerne dazu neigen, auch Wölfinnen dazu neigen, in der Körpermitte eine Stelle fürs Beißen zu bevorzugen, die halt gut zu erreichen ist für eine Wolfschnauze. Ja, ist klar, was gemeint ist. Das ist dann besonders schmerzhaft und besonders unangenehm. Schon mehrfach vorgekommen, unter anderem von Erik Ziemen, einem sehr großen in der Wolfsforschung, beschrieben. Gut, sollte es sich dann nur um einen Verteidigungsangriff oder einen nicht zuzuordnenden Angriff, völlig unprovoziert, zu dem wir nichts weiter sagen können, handeln, findet dieser wahrscheinlich erst nach einer Musterung des Gegenüber statt. Das heißt, wir haben, während wir versuchen, den Wolf zu verscheuchen, ein wenig Zeit, uns irgendwas vom Waldboden aufzusammeln, sofern da irgendwas liegt, was zur Verteidigung dienen kann. Dabei darf man nicht vergessen, Stöcke vom Waldboden sind sehr oft
dass der erste, den ich gefunden habe, nur begrenzt hilfreich. Trotzdem, es sieht erstmal beeindruckend aus und der Teil, der jetzt hier nach dem dennoch übrig ist, hat zumindest eine gewisse Wirkung. Wirklich wehtun tut man damit einem Wolf sicherlich ja ein bisschen schon, ja, aber eine dolle Waffe ist das nicht. Also wenn man kann irgendwas aufheben, was tatsächlich als Waffe dienen kann, sofern man nichts dabei hat, dazu kommen wir noch. Sollte der Wolf angreifen, Wölfe sind zum Beispiel anders als Wildschweine sehr gut in der Lage, schnell nach links und rechts zu wechseln. Die können also sehr schnell zur Seite springen und von verschiedenen Richtungen kommen. Man braucht also nicht davon ausgehen, dass der Wolf auf einen zurennt und einem direkt an die Kehle springt. Das kann zwar passieren, kann aber auch durchaus sein, dass er vorher nochmal auszuweichen versucht. Wölfe töten ihre Opfer entweder an dieser Stelle, spätestens jetzt, vielleicht nicht unbedingt für Kinder geeignet, durch das Zerbeißen der Wirbelsäule. Sie haben dafür extra so eine schöne Knochenschere im Gebiss, also Zähne, die zum Zerzeilen von Knochen geeignet sind. Und eine menschliche Wirbelsäule, gerade bei einer etwas schmächtigeren Person, dürfte da durchaus keinerlei Hindernis darstellen. Es hängt immer von der Größe des Beutetiers ab, ob sie einen Kehlbiss machen. Kehlbiss führt zum Tod durch Ersticken meistens, indem der Wolf eben durch seinen enormen Druck seines Kiefers, der kann sehr fest zupacken, einfach einem vorne den kompletten Kehlkopf, also jetzt im Fall vom Mensch den kompletten Kehlkopf zudrücken würde, dabei natürlich auch diverse Schnittverletzungen und tiefe Blutergüsse durch die Eckzähne verursachen würde und schwere Verletzungen selbstverständlich und möglicherweise dann auch noch durch Reißen oder Ziehen da auch noch weitere Gewebeverletzungen erzeugen würde, da hat man eigentlich keine Chance mehr, wenn der da mal hängt, ist man tot. Alternativ eben von hinten kommend Genick, Wirbel Säule durchbeißen, je nachdem wie dick die ist. Das kann beides für uns zutreffend sein, ist natürlich genauso absolut tödlich. Heißt, oberste Verteidigungsstrategie wäre erstmal der Schutz des eigenen Halses. Den kann man dann irgendwie einziehen. Man kann sich da versuchen noch irgendwelchen Stoff, solange man eben, wenn man noch Zeit hat, ja, wenn es wirklich eine Weile dauert, bis die Situation eskaliert und man vom Wolf eine Weile umkreist wird, beispielsweise, dann hat man da möglicherweise noch Zeit, Gegenmaßnahmen zu treffen und einen Kragen zuzumachen, sich was um den Hals zu wickeln, irgendwelche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Man kann möglicherweise, auch wenn man dabei hat, versuchen, einen Rucksack als Schutzschild zu verwenden. Das wird auch häufig bei verschiedenen Angriffen anderer Tierarten empfohlen. Vielleicht verbeißt er sich da drin dann als erstes, wird schon merken, dass das keinen besonderen Effekt hat, aber es ist ein gewisser Schutz, ne? Je nachdem, was für einen Rucksack man dann da dabei hat. Wie gesagt, einen Stock aufheben, wenn man einen Stock hat, wenn man ein Messer hat, wäre ein Messer durchaus auch eine Variante, um zusätzlich noch ein bisschen Schutz zu bekommen. Und dann heißt es tatsächlich, sich vor allen Dingen nicht zu Boden bringen zu lassen, nicht umwerfen zu lassen vom Wolf. Deutsche Wölfe können so etwa um die 40 Kilo haben. Das wäre dann ein relativ großer. Geht auch noch ein bisschen schwerer. Das wäre dann allerdings ein wirklich ausgesprochen schweres Männchen. Junge Wölfe, die aller Wahrscheinlichkeit nach diejenigen sind, die uns begegnen werden, sind noch nicht so schwer. Und da hängt es auch von der eigenen Körpermasse ab, wie sehr man sich von sowas umwerfen lässt. Arme zum Schutz vorstrecken. Man sieht oft auch in irgendwelchen Filmen, dass die sich dann da nochmal einen Lappen, ein Handtuch dabei haben, drum wickeln und ähnliches. Das kann man sicherlich tun. Die Jacke da drum wickeln, sicherlich auch keine schlechte Idee. Gerade eben und dann mit dem Arm versuchen, sich zu schützen. In der anderen Hand zum Beispiel ein Messer, sofern man dann eins dabei hat. Und in so einer Form dann auf den Angriff des Wolfs zu warten, ist sicherlich nicht die allerschlechteste Idee. Der kann am Arm, auch wenn man da was drum gewickelt hat, trotzdem schwere Schäden verursachen. Durch die enorme Beißkraft, die in so einem Wolfkiefer steckt, die ist auch höher als bei den allermeisten Hunden, bis auf irgendwelche Spezialzüchtungen. Dann heißt es im Prinzip, dem Wolf zu zeigen, nachdem er wirklich angreift und irgendwo möglicherweise reinbeißt, durch Gegenwehr, zur Not auch durch bloße Faustschläge, ihm klarzumachen, dass das ein Kampf ist, den er vielleicht gewinnen kann, aber nur unter eigenen Verletzungen und unter großem Risiko. Und dann wird zumindest ein gesunder Wolf, nicht unbedingt ein tollwütiger, wahrscheinlich, auch da wieder hochwahrscheinlich zwar, aber
Genau sagen kann man es nie, auch von einem ablassen und entsprechend die Flucht suchen, weil das ein Kampf ist, der zu risikoreich für ihn ist. Man muss immer klar machen, Wölfe und auch andere Wildtiere haben eine große Aversion gegenüber Verletzungen. Die haben keinen Arzt, zu dem sie rennen können. Wenn sie sich verletzen, werden sie im Regelfall verhungern, weil sie dann nicht mehr in der Lage sind, ihre Beute entsprechend zu schlagen. So. Wenn man was dabei haben möchte, um auf Wolfangriffe vorbereitet zu sein, empfiehlt sich vor allen Dingen Pfefferspray und Pfefferspray-Derivate. Wer dazu überhaupt keinen Bezugspunkt hat, Pfefferspray ist tatsächlich ein Sprühnebel, mit dem man nur so deomäßig sprühen kann, hat einen großen Nachteil. Bei Wind weht der einem möglicherweise zurück und hat bei Wind auch nur eine sehr kurze Reichweite. In jedem Fall ist die Reichweite von Spray relativ gering. Dann gibt es noch verschiedene Tierabwehrgeräte, die konzentrierte Pfefferladungen verschießen, sage ich jetzt mal. Also ein Klecks. Pfeffer, die sind dann gar nicht mehr so billig. Man hat da auch meistens nicht allzu viel Munition, sage ich jetzt mal. Also meistens die meisten, die ich kenne, haben maximal 2 Schuss. Damit müsste man den Wolf dann einigermaßen treffen. Die sind durchaus in der Lage, möglicherweise auszuweichen. Andererseits kennen sie natürlich keine Schusswaffen, egal welcher Art. Das heißt, das ist schon möglich, besteht aber noch ein gewisses Risiko, daneben zu schießen. Dann gibt es noch Pfeffergel und Pfefferschaum, den man ebenfalls per Sprühdose versprühen kann. Vielleicht auch eine durchaus valide Alternative wäre jetzt das, was ich nehmen würde, ohne mich mit der Thematik besonders gut auszukennen, aber nur damit ich es mal gesagt habe. Grundsätzlich gilt, je größer die Dose, desto mehr Munition. Sollte der Wolf also beim ersten kurz mal Sprühstoß ausweichen, kann man nachziehen und wirklich auf den Wolf draufhalten. Das halte ich für das Effizienteste, also eine entsprechende Dose, wenn man dann sowas mitfühlen möchte. Ne? Ich persönlich weiß ich nicht, würde es glaube ich nicht machen. Ich wohne jetzt aber auch nicht im Wolfsgebiet. Und dann damit eben hoffen, dass es einen Treffer gibt. Wenn es einen Treffer gibt, sollte der mit ziemlicher Sicherheit auch zur sofortigen Flucht des Wolfs führen. Da wäre ich mir zu 99,9999 ganz viele 9% sicher, dass das einem Tier mit einer so empfindlichen Nase sehr schnell sehr starke Schmerzen und Verwirrungen und Verzweiflung zufügen wird. Ja, und das ist es im Prinzip auch. Das ist also alles, was derzeit von offizieller wissenschaftlicher Quelle zu dem Thema zu finden ist. Das ist alles, was ich generell empfehlen kann, als jemand, der sich noch nicht mit Wölfen angelegt hat, im Sinne von Faustkampf mit dem Wolf. Aber ja, die aktuelle Fassung. Ich wünsche trotz allem schöne Naturaufenthalte, vielleicht auch ein paar schöne, angenehme, mit Abstand Wolfsbegegnungen. Ja, Wolfsbegegnungen sind so ein bisschen mit Corona-Regeln zu vergleichen, fällt mir gerade ein. Naja, aber trotzdem, wie gesagt, alles Gute, bedanke mich, tschüss.